Ich habe heute wieder lange gebrütet und nach Geburtstagsreimen gehetzt. Ich habe gedichtelt, ich habe gewütet und zuletzt das ganze Geschreibsel zerfetzt. Da dachte ich, wie das so oft geht, wenn Vater hinter dir steht. Und er sieht dich so krampfhaft dichten, dann sagt er: Ach, mach doch keine Geschichten. Und wir sprechen kein Wörtchen vom Geburtstagsallerlei, von den Wünschen, die ich ihm niederschrieb. Wir küssen uns stumm und fühlen dabei, wir haben einander so herzlich lieb. Joachim Ringelnatz.